Schön, dich wieder hier zu sehen. Euer Spiel gegen Rumänien, war das gestern das Beste, was ihr hier bei diesem Turnier abgeliefert habt? Ich denke schon, dass es was ganz Gutes war. Wir sind sehr zufrieden und stolz, dass wir die Leistung so gebracht haben gegen so eine Mannschaft. Wir sind noch lange nicht fertig und gucken jetzt nach vorne, nach Norwegen morgen, und das ist wieder ein ganz anderes Spiel. Welche Ziele hat die niederländische Nationalmannschaft? Wieder ins Finale zu kommen beispielsweise? Ja, darüber haben wir gar nicht so geredet. Wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel. Und ja, man weiß auch, wir haben jetzt eine andere Mannschaft als vorhin. Besonders auf der Kreisposition haben wir andere Spielerinnen. Mhm. Und wir stehen da einfach als Mannschaft zusammen und das hat gestern sehr gut geklappt. Vor 2 Jahren bei der Euro in Göteborg, in Schweden, habt ihr gegen Deutschland verloren. Letztes Jahr in Deutschland bei der WM gewonnen. Wie wird das Spiel gegen Deutschland diesmal ausgehen? Das werden wir sehen, aber Holland-Deutschland ist immer was Besonderes. Und auch am Mittwoch wird es wieder ein heißes Spiel sein. Beide Länder haben einige, also die besten Trainer der Welt, oder? Wenn man die Ergebnisse anschaut, dann sieht das ganz gut aus, ja. Aber die Mannschaft auf dem Parkett muss es am Ende machen. Und wenn die Zusammenarbeit stimmt, dann kommt da was Gutes raus. Und wie würdest du Henk Gröner einschätzen als den deutschen Bundestrainer? Du kennst ihn ja auch noch sehr gut. Ja, also wie gesagt, wenn er eine gute Zusammenarbeit mit der Mannschaft kriegt, dann kann da auch was Gutes entstehen. Aber das muss man sehen, das kann man sagen jetzt. Dein Team und einige andere gehören sicherlich zu den Favoriten dieser Europameisterschaft. Welche Länder zählst du noch dazu? Es gibt viele Länder, die gut gespielt haben. Also Frankreich spielt zu Hause, Russland hat gut gespielt, Rumänien ist natürlich eine überragende Mannschaft. Wir werden sehen, also Norwegen weiß man auch nie, können immer noch einen guten Weg finden. Also wir werden sehen. Und vielleicht meine letzte Frage: Was gibt es Neues im Handball? Hast du neue taktische Dinge hier gesehen oder neue andere spielerische Dinge? Nee, ich denke, das Spiel bleibt immer sehr schnell und physisch auch. Man muss immer bereit sein. Man kann nicht denken, okay, jetzt ruhen wir uns aus. Und ja, wir haben das Spiel schon. Es ist immer 100% Bereitschaft und dann wird es gut. Vielen Dank, Maura. Alles Gute für den weiteren Weg und ich hoffe auch für euch, dass wir uns dann in Paris sehen. Ja. Vielen Dank, Maura.